So, ich muss eigentlich, ich hatte 15 bei, also müssen am Ende 2 überbleiben. Oder einer, jetzt weil ich einen dahin getan habe. So, zack. Unser gutes, altes Lager befüllt sich gerade natürlich aufgrund der Produktion, die ich hier habe. Ja, auch weil ich halt eine ganze Menge an Kohle etc. alles hier, das ist alles, ich habe da viel zu viel von dem ganzen Scheiß. Ist natürlich mittlerweile auch voll. Also im Sinne von diesem Stein, Cobblestone und Steinstufen. Habe ich fast das Lager komplett voll. Was natürlich erstmal cool ist. So, die können da rein, das kann auch da rein. Die Schilder können erstmal da rein. Und das Holz muss ich anscheinend behalten. Die können aber da rein und das nehme ich mit. Und ich muss mir jetzt erstmal einen neuen Tisch bauen. Was wäre die Welt ohne eine Werkbank? So, die stellen wir jetzt erstmal hier hin. Das ist eine gute Idee. Archie, du hast eine super gute Idee gerade gehabt, dass wir das Haus, was daneben steht, ein bisschen ändern. Und zwar, indem ich zwar diese Form nehme, also das nach da, aber auf der anderen Seite so einen Block nochmal anschließe. Das heißt, jetzt muss ich überlegen, vielleicht sind hier hinten dann nochmal Leute drinnen, die noch mehr Geld haben. Weil die mehr am Meer wohnen, also weniger im Innenstadtbereich. Wie groß die Wohnungen dann werden. Erstmal gucken, wie breit das hier ist, bis zum bis zur Wand da. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Also mit der Ecke, genau wo es enden soll, sind es 20. Also auf 41 runter. Machen wir das erstmal. Dann gucken wir mal, wie viel Platz hier überhaupt noch bleibt, weil ich werde hier... Ja, okay, jetzt auf 40 runter. Ups, das war schon einer zu viel. Ich werde hier ja sowieso dann in kommender Zeit nach da nochmal ein bisschen Bäume fällen, abfackeln, Terraforming machen müssen. Komme ich ja gar nicht drum rum. Ich da vorne ja auch gemacht und deshalb haben wir ja auch so viel Stein jetzt wieder. Weil ich einfach bei den ganzen Bauarbeiten momentan mehr abbaue als zubaue. Ich habe auch eine ganze Menge von den kleinen Höhlen, die wir immer mal hier unter dieser Stadt aufgerissen haben, weil da irgendwas drin war oder so, habe ich schon wieder schließen können, weil die ganze Erde, die ich da hinten abgebaut habe, wir haben unten 3 komplette Doppelkisten voller Erde und ich weiß nicht, wohin damit. Also habe ich angefangen, die dann aus Langeweile zu befüllen. Ne? Also wieder die Löcher zuzumachen sozusagen. Oh, siehst du? Hier das zum Beispiel, das muss weg. Kannst du mal gucken. Hier das muss weg. Das ist wieder eine ganze Menge, viel Erde und Zeugs, wo ich noch keine Verwendung für habe. Gucken wir mal. Wie breit bist denn du? 2, 4, 6, 7, 9, 11. Und 11 breit. Okay. Oh, Moment. Haha. Aber warte, ich kann ja einfach hier gucken. So, das ist der Stein. Das ist genau der Stein. Das ist genau der Stein. Das ist genau der Stein. Ne? Das ist genau der Stein, ja. Zack. Brauche ich nicht nur abzählen, sondern mache ich einfach so. Was sagte ich? 11. 11? 4, dann waren es 7. Und auf der anderen Seite nochmal 4 sind 11. Okay, gut. Vielleicht mache ich es dann ein Stück breiter. Nee, komm, mach ich gleich. Ich will auch mal ein bisschen was haben, wo 2, 3 Häuser gleich aussehen. Ich glaube nämlich, so ein Ding
würde sich gut machen, also so genau so ein Wohnblock oder zumindest also so, so eine Art von Wohnblock hier hinter nach hier rein irgendwie und dann oder hier angefangen und dann nach da L, dass man hier auch nochmal so durch so eine Straßengasse gehen kann, irgendwie sowas. Ich glaube, das würde sich ganz gut machen. Oh, jetzt ist es dunkel. Mehr Betten brauche ich. Hier in dem kleinen Häuschen, da könnte ich doch wenigstens schon mal ein... Hi Hund, ah ja, stimmt. Hier wohnt der Hund momentan. Der ist mir letztens irgendwann mal gefolgt und ich weiß nicht warum, aber er wohnt jetzt hier. Er hat da direkt irgendwie Besitztümer für angemeldet. Ah ja, hier habe ich so einen kleinen Rosengarten angemacht noch. Ich weiß nicht warum, frag mich mal. Einfach so kleine Stadtverschönerungen. Hier so einen kleinen Zuchtkarpfenteich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach gedacht, ich mache mal irgendwas noch. Fand ich auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Dass irgendwo nochmal ein paar Bänke jetzt ab demnächst auch auftauchen werden. Und ein paar mehr Brunnen. Und also da vorne kommt ja eh noch ein Brunnen hin, ein großer. Und ja, normalerweise kommt man jetzt hier in diese Hintergasse, kommt man ja, oder in den anderen Bereich, kommt man ja hier an der, das ist die Bar, ne? Ne, halt, das ist die Bar. An der Bar vorbei. Und dann läuft man halt nach hier und dann ist man halt da und ja. Alles voll schön. So. Ich hätte das Fenster vielleicht... Ah, jetzt ist das nicht mittig da oben, ne? Ja, das ist das Einzige, was mich gerade daran stört. Aber warum habe ich das nochmal nicht mittig gemacht? Ach, weil hier ja noch so eine Art Hausflur drin ist. Deswegen. Nee, halt, der ist doch hinten. Wieso habe ich das nochmal nicht mittig gemacht? Jetzt stört es mich fast ein bisschen. Aber kann ich bei dem nächsten Haus ja ändern. Also das lasse ich jetzt echt so, weil ich finde das trotzdem vom Design her finde ich schön. Ich hoffe ihr auch, wenn nicht... Mir egal. Selbst schuld. Und wisst ihr halt nicht, was schön ist, so. Was ich aber auch noch sagen wollte, ist, natürlich kommt in der nächsten Zeit irgendwann. Ich kann noch nicht genau irgendwas sagen, weil ich einfach momentan viel zu viel mit dem Zeichnen halt zu tun habe. Ja, ich wiederhole mich, aber es ist halt einfach so. Irgendwann werde ich auch noch ein neues Minecraft-Schiff, also irgendwann da hinten in Hafen, marinemäßig irgendwie hinsetzen. Weil ich finde, die Marine muss irgendwie, oder nochmal ein großes Handelsschiff auch. Kennt ihr ein cooles, großes, fettes, normales Handelsschiff? Irgendwie sowas? Ein bisschen älter vielleicht? Ich bin am Überlegen, in Tropico gibt es auch so Handelsschiffe. Und ich bin am Überlegen, sowas dahin zu bauen. Weil die einfach sehr, sehr cool sind. Was sagte ich? 11, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bisschen seltsam, echt nur. Nur 11? Ach ja, das wird ja nochmal ein Stück breiter, wenn das in der ersten Etage ist. So, und hier möchte ich dann liebend gerne so machen, dass es wieder rausgeht. Und am besten eigentlich genauso breit ist wie da. Und es waren 20 bis zu dem Kante. Bis zu dem Kante. 5. 10. Und jetzt bis zu dem Kante. Also jetzt muss ich ja nochmal 10. 4. 5. 9. Also bis hierhin geht's dann. Ja, ich muss hier auf jeden Fall nochmal. Ich habe hier letztens schon ein bisschen mit Feuer gespielt. Da sind auch so Sachen, ne? Erstmal muss man das hier alles noch zumachen. Wasser, bla. Und hier habe ich aber dann. Mir letztens auch dann in der ganzen Stadt habe ich. Habe ich gemacht. Nee, ich habe. Überall da, wo vorher vorne noch der See gewesen ist. Wir legen uns ja irgendwann einen eigenen an, so. Hatte ich ja vor.
Aber auf jeden Fall, wo vorne vorher der See gewesen ist, sind ja auch überall so Sandeinschlüsse. Und die habe ich so gut wie alle ausgegraben gehabt. Sandstein drauf gemacht und direkt wieder hingelegt. Also im Endeffekt dann oben drauf. Und dafür geht das ganze Untergeschoss dann hier wieder mit Erde ausgelegt. Ja. Und das haben wir jetzt davon. Aber ich will auf jeden Fall, also ein Handelsschiff brauchen wir noch, finde ich, im Hafen. Auf jeden Fall, das muss ein bisschen mehr belebt aussehen. Wenn wir nur zwei Piratenschiffe da stehen haben, das sieht nach nichts aus. Also, unsere beiden Piratenschiffe sind einfach mal hammergeil. Und natürlich die Einhorn, die wir da drinnen stehen haben. Aber die ist ja nur, die ist ja kein Piratenschiff. Das ist ja eigentlich, das ist ein kleines, so eine Art Hausboot. Das Hausboot. Aber wir brauchen halt echt noch ein Handelsschiff, weil unsere City hier, unsere Akanet City, ist natürlich eine Handelsmetropole. Ja, das ist natürlich die Super City. Und das muss man da irgendwie natürlich auch sehen, ne? Auch wenn man im Hafen unterwegs ist. Na, so, gehen wir erstmal alle jetzt eben hier den ganzen Shit. So. Yo, das ist Shit, yo. Ah, ich arbeite momentan, also so viel kann ich ja verraten, weil ihr seht ja sowieso nichts, aber ich arbeite momentan an einer Figur für das Spiel, an dem ich arbeite. Und es ist ein Puppensoldat. Also das heißt, es sieht aus wie eine lebendig gewordene Marionette, beziehungsweise so eine Art Nussknacker, der halt böse ist einfach. Ja, also so. Und ja, ich habe das ganze Konzept jetzt schon dreimal überarbeitet. Und ich glaube, langsam wird es aber so, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil ich habe immer, wenn ich anfange zu zeichnen, habe ich ein festes Bild im Kopf. Und dann muss ich eigentlich nur probieren, genau dieses Bild aufs Papier zu bringen. Oder beziehungsweise auf den Bildschirm, Monitor etc. Aber bei dem will das momentan einfach nicht klappen. Der Drecksack. Und ich weiß auch nicht warum. Aber vielleicht war ich einfach auch überarbeitet. Weil ich habe in der letzten Zeit ein paar Nächte gehabt, da habe ich dann nur 4 Stunden geschlafen. Bin aufgestanden, hab mir Kaffee gemacht, dann hab mich wieder hingesetzt und weitergearbeitet. Ja, ich sag mal, gesund ist jetzt anders, aber das lässt mich dann halt auch nicht los, ne? Und ich arbeite ja gerne daran. Aber der kleine Scheißer irgendwie, vielleicht war das auch einfach, dass ich dann mich einmal übermüdet gearbeitet habe und dann einfach nicht mehr wirklich das so hinbekommen konnte, wie ich es haben wollte. Ich weiß es nicht. Wird sich rausstellen. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar andere Figuren jetzt fertig gemacht, die halt so genauso geworden sind, wie ich mir das vorstelle. Einen davon kann man auf der Seite von mir halt nochmal bei Facebook einfach hier das eingeben. Und dann seht ihr schon, seht ihr so ein schwarz-weißes Logo. Erstmal das. Und ihr seht natürlich, sobald ihr die Seite dann aufmachen solltet, das Banner oben, wie es bei Facebook immer so üblich ist, welches das wunderschöne Gesicht des Avatars von einem gewissen Archie ziert. Ja, der auf seine Arbeit hinweist. Und da habe ich auf jeden Fall in der letzten Zeit 2, 3 von den Jungs reingestellt, die auf meinen Spielkarten oder beziehungsweise in meinem Spiel dann vorkommen werden. Einmal einen kleinen Goblin-Trupp, dann einen Assassinen, einen Kultisten-Assassin und das dritte ist, wen habe ich dann noch reingestellt? Weiß ich gar nicht. Noch einen dritten, auf jeden Fall. Und ja, die kommen auf jeden Fall darin vor.
Siehst du, jetzt habe ich schon wieder so viele Erde. Ich weiß nicht, wohin damit. Ich brauche... Vorübergehend baue ich mir hier eine Kiste hin. Vielleicht baue ich ja irgendwann mal einen Berg oder so. Ich weiß es nicht. Ich mache auch erstmal das da rein. Und das auch. Ne, ist halt hier die ganze Erde, die brauchen wir halt nicht jetzt. Irgendwann werden wir die halt irgendwo für noch brauchen. Also ich benutze die momentan wirklich, um diese eine Höhle, die da vorne unter der, ja, unter dem Marktplatz ist. Da bin ich jetzt reingegangen und habe da schon wieder zwei Gänge komplett mit geschlossen. Einfach, weil ich sonst nicht weiß, wohin damit. Und ich habe nichts davon, wenn ich irgendwann 30 Kisten voller Erde habe, weil... Also mal ganz im Ernst, das ist so das, was du mit am wenigsten brauchst in Minecraft. Außer ich würde mir jetzt noch ein paar hunderttausend Farmen bauen. Aber das Bedürfnis dazu hingehend ist eher gering. So. Ja, und dann sind wir halt jetzt gerade am Schaufeln, am Machen, am Tun. Und wenn ich dann jetzt im Laufe der kommende Woche wieder aufnehmen, ich weiß es nicht, ich sagte auch gerade, also jetzt momentan, so wie ich aktuell arbeite etc., sage ich gar nichts mehr zu gar nichts, weil es wären alles nur Mutmaßungen. Ich kann mich gerade an gar keinen Arbeitsplan mehr halten, also was YouTube angeht. Wohl solltet ihr irgendwelche Fragen, Anregungen, Kommentare irgendwo reinschreiben. Ich bin jeden Tag, aber zumindest nebenbei online und guck mir die Sachen an. Und wenn ich meine, dazu antworten zu können, dann tue ich das auch. Also für euch da bin ich trotzdem immer noch. Ich kann halt momentan nur nicht so viel aufnehmen und so. Und das ärgert mich ein bisschen, weil wir Final Fantasy 7 immer noch nicht fertig haben. Manu. Und ich will das eigentlich erstmal jetzt durchhaben. Einfach damit ich ja diesen, also für mich, ein bisschen tief sitzenden Druck, da ist noch was du noch fertig machen musst, endlich los bin. Aber es geht momentan nicht, weil Final Fantasy dauert mich gerade einfach mal locker dreifach die Zeit von dem, was ich für Minecraft eben aufwenden kann. Und eigentlich habe ich für Minecraft schon momentan keine Zeit. Aber ich möchte ja. Also irgendwo. Ne? So. Schon wieder Nacht, natürlich. Machen wir mal eben so. Das alles da rein. Bis auf den. Den werde ich mir jetzt gleich gönnen. Pass auf. Aua! So war das nicht gedacht. Hör mal auf zu brennen gerade. Naja, dann nicht. Aua. Ich brauche leider hier den Platz, und zwar schneller, als dass ich es abarbeiten kann. Oh. Baumsturm. Baum ist jetzt zum Glück nicht unsere schwierigst zu erlangendste Ressource. Ihr wisst ja, ne, was man sagt über Leute, die mit Feuer spielen und so. Genau, sie sind Pyromanen. Wer was anderes denkt, hat schmutzige Gedanken. So.
Ich mache jetzt so lange noch, bis das Feuerzeug kaputt geht. Mache ich jetzt hier Feuer. Weil Feuer machen ist schön. Ne, wenn ihr mal die Gelegenheit habt, irgendwo jemanden oder etwas einfach abzufackeln ohne Grund, ne, dann tut das mal ruhig. Ne, weil Feuer machen ist ja generell schon mal einfach schön.